Hallo, das Jahr 2013 neigt sich dem Ende zu. Eigentlich ist es schon vorbei. Und deshalb wird es höchste Zeit für meine Favoritenvideos. Und zwar kommt heute mein Beauty-Favoriten für das Jahr 2013. Und es werden viele Favoriten sein, deshalb los geht's. Fangen wir mit der Pflege an, und zwar mit der Körperpflege. Da ist eigentlich mein riesengroßer Favorit das Whipped Clean von Soap & Glory gewesen. Das ist im Prinzip eine Reinigung für die Dusche, also sowas wie ein Duschbad, eine Duschcreme, aber in Form von einer reichhaltigeren Butter. Und ich habe auch in diesem Jahr an sich so diese Reinigungsbutter und Cleanser kennen und lieben gelernt. Und auch was den Körper angeht, bin ich vollkommen überzeugt, weil dieses Produkt reinigt, es pflegt, es trocknet eben deshalb nicht aus und es riecht göttlich nach Pistazien, Mandeln und Vanille. Was die Deo-Front angeht, ist eigentlich immer noch der absolute Gewinner mein Rituals Qigong Deo. Und zwar ist das ein Deo, was einfach göttlich riecht. Es riecht total frisch und blumig. Und das Beste an dem Deo ist, dass man wirklich, egal wie heiß es ist und egal wie stressig irgendwie die Situation ist, man bleibt einfach trocken und man riecht nicht. Und darauf ist wirklich Verlass. Aber wenn ihr eine natürlichere Version haben wollt, wenn ihr etwas wollt, was ohne Aluminium ist, denn dieses Deo hat leider Aluminium als Inhaltsstoff, dann kann ich euch die Wolkenseifen-Deos empfehlen. Ich habe jetzt hier das Anno 1950. Ich finde aber das blaue Perfect Day, heißt es glaube ich, besser vom Geruch. Das hier ist so ein bisschen süßlicher, das andere ist frischer, riecht nach Nivea. Und was ich so toll finde an diesen Deos, ist, dass sie im Gegensatz zu anderen natürlichen Deos wirklich bis zu einem bestimmten Grad immer noch trocken halten oder zumindest man nicht riecht. Also wenn es dann so um die 30 Grad ist, dann merkt man schon, dass es nicht mehr so furztrocken ist wie mit diesem hier. Das war dann schon mal eine Umstellung, aber im Gegensatz zu allen anderen probierten Deos ist das wirklich das Beste, was so die natürlichen Deos angeht, und die Verpackung finde ich auch sehr schön. Dann kommen wir zur Make-up-Entfernung, und da bin ich wirklich hängen geblieben bei der Methode, die mich Liz Earle eigentlich gelehrt hat, und zwar eine sehr pflegende Reinigung zu benutzen, auf das trockene Gesicht einzumassieren und dann ein Frottee-Tuch oder ein Musselintuch zu benutzen, das warm zu machen mit Wasser und dann das Make-up abzunehmen. Und das ist wirklich für mich die allerbeste Methode, die schonendste Methode, die einfachste. Man benutzt nur ein Produkt. Und da bin ich bei diesen beiden Produkten hängen geblieben, die beide eher günstig sind für mich. Dieses Produkt bekommt ihr sogar in der Drogerie, bei Rossmann, DM, Müller, überall. Und zwar ist es von Lavera, das 2-in-1 die Reinigungsmilch mit Bio-Jojoba und Bio-Shea-Butter. Wie ihr seht, ist sie vollkommen leer und die kostet, glaube ich, um die 5 Euro. Und ich finde, für ein Drogerieprodukt ist die wirklich sehr, sehr gut, weil sie eben nicht so austrocknet und trotzdem sehr schön reinigt und das Make-up abnimmt. Aber ein Produkt, was ich noch besser finde, ist von The Body Shop das Chamomile Sumptuous Cleansing Butter, die Cleansing Butter. Und die ist eben mit Kamille und riecht sehr, sehr schön, auch sehr frisch, aber nicht zu doll, also sehr, sehr mild, und die ist eben total fest und man benötigt nur ganz, ganz wenig. Und wenn man das dann in den Fingern verteilt, dann schmilzt das Ganze, wird flüssig, und auch hier, wenn man das in das Gesicht einmassiert und mit Wasser bzw. mit so einem feuchten Tuch abnimmt, dann geht wirklich Mascara, Eyeliner, alles runter vom Gesicht. Das finde ich wirklich so gut, und die pflegt auch noch super und ist fürs Reisen für mich so gut. Ich nehme sie jede Woche mit, wenn ich verreise. Und ja, ist wirklich mein heiliger Gral geworden, kostet glaube ich um die 12 Euro und das wird wirklich lange reichen. Was die Pflege angeht, habe ich in diesem Jahr sehr viel rumprobiert. Ich bin auf jeden Fall bei Gesichtsölen stecken geblieben. Aber ein Produkt, was ich seit dem Sommer jeden Tag benutze, ist von Josie Maran das Arganöl in der Version Light. Und das ist wirklich mein heiliger Gral geworden. Leider neigt es sich dem Ende zu. Aber ich finde, das ist die perfekte Basis morgens. Das zieht super schnell ein, es pflegt sehr gut. Und gerade in der Größe ist es auch wieder sehr, sehr schön zum Reisen. Und ich habe es wirklich lieben gelernt. Kommen wir zum Make-up. Wir beginnen mit Foundation. Und zwar habe ich, glaube ich, dieses Jahr meine Foundation gefunden, die einfach
den ganzen Tag hält, unglaublich schön aussieht für Fotos und Videos, ideal geeignet ist, vom Hautton gut passt, nicht austrocknend, nicht glänzt. Sie ist einfach perfekt. Und das ist die Giorgio Armani Luminous Silk Foundation. Ich habe die Nummer 6. Die Farbe ist wirklich sehr schön gelbstichig. Wenn ihr so zwischen NC25 und NC30 seid und die euch immer noch nicht gelbstichig genug sind, probiert die aus. Die ist von der Farbe wirklich perfekt für mich. Hat einen Pumpspender, man benötigt nicht allzu viel. Die habe ich jetzt auch schon seit dem Sommer und die benutze ich fast jeden Tag. Und die ist zwar sehr preisintensiv, kostet 45 Euro, aber jeder Cent hat sich gelohnt. Was Concealer angeht, habe ich immer noch nicht meinen heiligen Gral gefunden. Aber einen, den ich sehr gut finde und den es in der Drogerie gibt, ist der Maybelline Instant Anti-Age Effect, der Löscher-Auge, in der Farbe, so ein komischer Name, in der Farbe, die suche ich jedes Mal. Es ist die dunklere Farbe. 01 Light, warum auch immer. Aber es ist 01 Light. Ich habe die Hälfte davon schon aufgebraucht, was ich sehr krass finde, weil Concealer benutze ich nie zu Ende auf, beziehungsweise habe ich noch nie einfach einen aufgebraucht, so wie es scheint, kaum zumindest. Ich finde an dem gut. Er passt von der Farbe wirklich sehr schön, er deckt sehr gut, er trocknet nicht aus, er kriecht nicht so extrem in die Fältchen, aber schon ein wenig. Und das ist so der Grund, warum es immer noch nicht der perfekte Concealer ist. Und diesen Schwamm, der ist einfach so bescheuert, weil ich glaube, man verschwendet einfach unglaublich viel Produkt. Und ja, das ist so ein Manko. Das finde ich echt sehr schade, weil Maybelline ist keine Drogeriemarke, die besonders günstig ist, sondern der kostet, glaube ich, auch zwischen so 7 und 10 Euro. Insbesondere in Kombination mit diesem Corrector. Und das ist der Armani Corrector in der Farbe 2. Das ist der, der so ein bisschen pfirsichfarben ist. Und der reicht, glaube ich, mein ganzes Leben lang. Er hat so eine ganz, ganz feine Spitze. Man benötigt wirklich so wenig davon. Der ist extrem hoch pigmentiert. Und was ich an dem eben sehr schön finde, ist, dass man ihn gut mischen kann mit einem Concealer. Und der balanciert eben sehr gut diese lilanen, blauen Schatten unter meinen Augen aus. Und wenn ich dann noch den Concealer drüber gebe, dann macht es wirklich einen sehr schönen Effekt und man sieht nicht mehr so müde aus. Kommen wir zu den Wangen. Eins meiner Lieblingsthemen, und zwar Bronzer. Ich habe zwei Bronzer, die ich wirklich in diesem Jahr eigentlich fast nur getragen habe. Das ist zum einen Hoola von Benefit und den habe ich vor 2-3 Jahren schon mal probiert und fand den eigentlich gar nicht toll, weil ich ihn viel zu kühl fand und zu schlammig. Aber ich weiß nicht, ob die daran was geändert haben oder sich einfach meine Ansichten geändert haben, aber ich finde ihn überhaupt nicht mehr kühl. Ich habe ihn jetzt auch wieder drauf und das ist wirklich ein Bronzer, auf den ich mich verlassen kann, wenn er lange halten muss. Und der ist schön pigmentiert, ich brauche wirklich nicht viel davon. Er ist matt, man kann ihn auch zum Konturieren benutzen und wie gesagt, hält er den ganzen Tag. Er riecht leider nicht so schön wie die anderen Benefit-Wangenprodukte, aber dafür, dass er so gut funktioniert, verzeihe ich ihm das. Der zweite Bronzer ist ein Drogerie-Bronzer, der bei mir schon leider total zerflattert aussieht. Das ist der Altera Bronzing Puder in der Farbe 02 Sunkist. Ich habe auch die Farbe 01 Honey Gold gehabt. Das ist eine wesentlich hellere Nuance, die viel wärmer ist. Diese hier ist ein bisschen kühler und hat so einen leichten Schimmer, den man aber nicht wirklich auf den Wangen sieht. Der andere ist komplett matt. Und bei dem hier brauche ich auch nicht so viel. Bei diesem Honey Gold brauchte ich zumindest schon relativ viel Produkt. Deshalb hat der auch nicht so lang gehalten. Den hier habe ich jetzt wirklich schon sehr lange. Auch den habe ich, glaube ich, schon über ein Jahr. Ich glaube, den hatte ich auch in Korea jeden Tag getragen. Also den habe ich auch schon 1,5 Jahre oder so. Und jetzt geht der langsam alle. Und ich finde, der riecht schön. Er hält auch relativ lange, nicht so lange wie Hoola. Aber so für den Alltag wirklich sehr gut. Und der kostet nur 4 Euro. Den gibt es bei Rossmann. Ich bin ja nicht so der Rouge-Fan, aber ein Rouge, was mich dieses Jahr auf jeden Fall überzeugen konnte, ist auch von Benefit. Und zwar ist das Coralista. Und ich hätte nie gedacht, dass mir der so gut gefällt. Ich habe ihn immer an anderen gesehen, es ist ja auch ein sehr gehyptes Produkt und fand ihn an anderen immer schön. Aber diese peachy, rosig-farbenen Rouges haben mir persönlich an mir immer nicht gefallen. Auch den habe ich heute drauf und auch hier muss ich sagen,
Ich finde ihn wunderschön. Der ist sehr dezent, sieht aber immer sehr frisch aus. Der hat halt so einen Schimmer, der einem so einen Glow macht, der einen so strahlend und gesund aussehen lässt. Der hält den ganzen Tag. Er riecht richtig gut. Und hier finde ich die Verpackung im Gegensatz zum Rocateur auch irgendwie ganz niedlich. Die nächste Sparte wäre Pinsel. Und da habe ich 4 Favoriten gefunden. Und das ist eigentlich alles, was ich benutze überhaupt. Einmal für Foundation, mein absoluter Favorit immer wieder, der Real Techniques Buffing Brush, finde ich, ist einfach der beste Foundation-Pinsel. Dann für Concealer, relativ neu entdeckt, der Be Concealed von Rebecca Flöter, der konnte mich wirklich extrem überzeugen, was Concealer angeht, was das Fixieren von Puder unterm Auge angeht, aber auch zum Fixieren im ganzen Gesicht, so in der T-Zone, mattiere ich manchmal, vor allem für Videos, und da ist er auch sehr gut geeignet. Dann fürs Auge eigentlich ausschließlich der Blending Brush E25 von Sigma, den finde ich wirklich sehr toll zum Verblenden in der Lidfalte, benutze ich eigentlich täglich. Und dann natürlich noch einen Bronzerpinsel, und da finde ich diesen hier sehr schön, das ist von Zoeva, der Luxe Face Definer 101. Den fand ich am Anfang ein bisschen kratzig, dann habe ich gesehen, dass es echter ist. Ich habe den von Zoeva zugeschickt bekommen und habe ihn dann erstmal nicht mehr benutzt, weil ich das eigentlich nicht wollte. Ich kann euch den Real Techniques Blush Brush empfehlen, wenn ihr etwas Synthetisches haben wollt, aber der ist wirklich super toll geeignet, um Bronzer oder Konturpuder aufzutragen. Ich benutze ihn teilweise auch, um Rouge aufzutragen, und der funktioniert halt echt gut. Kommen wir zur Sparte der Augen und der Augenbrauen, und wie ihr wisst, bin ich ziemlich faul, was meine Augen bzw. Lidschatten angeht. Aber 2 Produkte habe ich, wenn ich Lidschatten benutzt habe, immer benutzt, und ich konnte mich auf jeden Fall auf sie verlassen. Zum einen von NARS die Eyeshadow Base. Das ist die einzige Lidschattenbasis, die wirklich meinen Lidschatten davon abhält, in die Lidfalte zu kriechen. Und der Lidschatten hält wirklich den ganzen Tag, egal welche Firma ich benutzt habe. Aber im Grunde genommen habe ich immer nur diese Palette benutzt. Und zwar ist es von Wet n Wild die Vanity Palette. Eine sehr günstige Palette. Wet n Wild bekommt ihr in einigen Supermärkten oder so Billigläden. McGuides und so und Edeka und Rewe unter anderem. Und das sind 6 Farben, 3 matte und 3 schimmernde. Die Lidschatten sind extrem gut pigmentiert, total buttrig, halten den ganzen Tag und können definitiv mithalten mit meinen sehr teuren Lidschatten. Und dadurch, dass sie einfach alle in dieser kleinen Palette hier irgendwie sind, kann ich die immer unterwegs mit in meine Tasche tun und zum Verreisen mitnehmen. Und die war wirklich ein treuer Begleiter, auch schon in Korea, und ich liebe sie. Bei Mascaras probiere ich eigentlich immer noch rum, aber eine Mascara, mit der ich sehr zufrieden bin, wo ich aber irgendwie erstmal warm werden musste, ist von Max Factor die 2000 Calorie Dramatic Volume Mascara. Die hat zur Abwechslung mal wieder eine normale Bürste und nicht so eine Gummibürste, und die macht kein extrem dramatisches Volumen, wie zum Beispiel die L'Oreal Volume Million Lashes, die so die Wimpern auffächert, sondern das ist eine, die alles gibt, so ein bisschen Schwung, ein bisschen Länge, ein bisschen Volumen, aber alles in einem normaleren Rahmen, der eben für den Alltag sehr schön ist. Aber was ich an der sehr schön finde, ist, dass sie sich nicht so hart anfühlt, und dadurch kann man auch, wenn man möchte, Mascara schichten. Wenn ich Eyeliner benutzt habe, dann eigentlich immer den Zoeva Cat Eye Pen in Blackest Black, und es ist so ein Filzstift Eyeliner, und das ist der einzige Filzstift Eyeliner, der mir gefällt. Also ich habe schon Essence und Catrice und keine Ahnung welche Drogeriemarken alle ausprobiert und fand die immer alle schlecht, weil sie nicht so schwarz waren und sehr schnell alle gegangen sind. Und dieser ist wirklich sehr schwarz, sehr fein, man kann eben sehr feinen Lidstrich damit ziehen oder eben ein bisschen dicker. Und der hält auch lange. Was meine Augenbrauen angeht, habe ich eigentlich 2 Produkte besonders gerne benutzt. Und zwar zum einen von Benefit Brow Sinks in der Farbe Light. Ich muss sagen, ich habe dieses Produkt schon sehr lange und habe das eine Weile benutzt und war dann überhaupt nicht zufrieden. Habe es irgendwie beiseite gelegt und in den letzten Monaten wieder täglich benutzt und habe es auch jetzt drauf.
Und was ich an dem wirklich sehr schön finde, ist, dass man nichts zum Fixieren braucht, weil hier ist eben ein Wachs und dann das Puder enthalten und durch das Wachs hält das die Augenbrauen einfach wirklich da, wo sie hingehören und nicht irgendwie sonst wo im Gesicht. Deshalb finde ich dieses Set sehr, sehr schön und da ist auch eine kleine Pinzette dabei und ein Pinsel. Also auch hier für unterwegs, wie ihr seht, so ein Schema für alles, was unterwegs gut ist, ist eigentlich schon ein halber Favorit. Und wenn ich aber zum Beispiel von Anastasia den Brow Wiz Augenbrauenstift benutzt habe, mein Gott, dann habe ich diesen sehr gerne fixiert mit dem Augenbrauengel von By Terry in der Farbe 3 Sheer Auburn. Und was ich an diesem sehr schön finde, ist, dass der Pinsel, also die Bürste auch genannt, sehr klein ist, im Gegensatz zum Beispiel zu dem von Alverde. Und die Farbe ist perfekt, weil sie sehr schön warm ist, so wie meine Haare eben auch sind. Und dass die Haare, also den Ton der Augenbrauen so ein bisschen angleicht. Und dafür finde ich den wirklich super gut und er hält die Augenbrauen auch da, wo sie hingehören. Meine Lieblingssparte, die Lippenstifte. Es gibt sehr viele Favoriten, aber ich habe mich jetzt einfach mal auf zwei beschränkt. Eine Drogerievariante und eine höherpreisige Variante. Und die höherpreisige Variante habt ihr vor allem zu Beginn des Jahres immer und immer wieder gesehen. Und das ist, wie kann es anders sein, Lady Danger von MAC. Den habe ich auch gerade drauf und das ist wirklich mein allerliebster Lippenstift. Ich kenne niemanden, dem er nicht steht. Das ist ein knalliger Neonton, der ist matt, der ist so orange-rot, der hält den ganzen Tag, er ist nicht austrocknend, er flutscht nicht so rum, kriecht nicht in die Lippenfältchen, blutet nicht aus, hält den ganzen Tag. Ich finde, der ist einfach ein totales Statement und auch nur, wenn ich Mascara drauf habe und irgendwie ein bisschen frischer aussehen will, mache ich den drauf und alles ist gut, ich kann mich drauf verlassen. Ein Lippenstift, der dem aber schon sehr nahe kommt, ist von P2 der Matte Luxe Lipstick in der Farbe I Love You 40, beziehungsweise eigentlich egal welche Farbe. Die ganze Reihe erinnert mich sehr an die matten Lippenstifte von MAC. Das hier ist jetzt so ein knalliges, warmes Pink. Der ist eben auch matt, aber im Gegensatz zu vielen anderen matten Lippenstiften ähnelt er eben den von MAC so sehr, dass sie eben nicht austrocknend sind, trotzdem lange halten, nicht durch die Gegend flutschen und ich habe keine Farbe bis jetzt ausprobiert, die mir nicht gefallen hat und das ist in der Drogerie wirklich ein Ausnahmezustand. Eine kleine, aber feine Kategorie in meinen Favoriten ist die Kategorie Nagellack und da habe ich eigentlich mich in diesen hier dieses Jahr verliebt. Das ist von Essie die Farbe Blanc und dabei belasse ich es auch. Ich habe sehr viele Nagellacke und ich mag sie auch eigentlich alle gern, aber diesen hier habe ich schon wirklich immer und immer wieder aufgetragen und es ist einfach ein cremiger Weißton. Ihr wundert euch wahrscheinlich, warum ich nicht After School Boy Blazer zeige. Das ist auch ein Essie-Nagellack, aber den zeige ich nicht, weil er limitiert war. Und ich weiß, dass da einige schon sehr traurig sind. Aber After School Boy Blazer ist ein weiterer Favorit. Das ist so ein cremiger, dunkler Navy-Ton, den ich auch sehr mag. Und wir sind auch schon bei der letzten Kategorie angelangt, und zwar Parfums. Und da habe ich zwei eigentlich immer abwechselnd getragen. Und das sind bis jetzt auch welche, bei denen ich mich noch nicht satt gerochen habe. Zum einen ist das Miss Dior Cherie Eau de Parfum. Den habe ich Anfang des Jahres gekauft. Und es ist ein extrem toller Ton und es ist ein extrem toller Duft. Vor allem finde ich so für den Frühling, Sommer, weil er so süßlich ist. Ich habe wieder vergessen, was das für Noten sind, aber der ist süßlich blumig. Der ist nicht irgendwie so schwer, wie ich sonst immer gern mag. Der riecht halt so ein bisschen nach Popcorn oder so. Ich glaube, da ist auch irgendwie Popcorn oder Marshmallows oder so enthalten. Und der riecht aber auch sehr schön blumig, ist aber auch ein etwas stark riechenderer Duft. Nicht so typisch fruchtig, die dann so gleich verfliegen, sondern der hält wirklich lange an. Und ich finde die Verpackung wirklich absolut schön. Und meine neueste Errungenschaft ist Acqua di Gioia von Giorgio Armani. Auch diese Verpackung finde ich sehr schön, ist so ein bisschen eleganter. Und auch das ist ein Duft, der nicht typisch für mich ist, weil er eher frisch ist. Und ich, ja wie gesagt, eigentlich auf orientalische Düfte stehe. Aber der ist so ein bisschen frisch, hat ein bisschen was Herbes. Und gefällt mir wirklich jetzt im Herbst, Winter sehr, sehr gut. Aber dadurch, dass er eigentlich ein frischer, so wässriger
Duft ist, denke ich, dass der auch im Frühling, Sommer super passen wird. Und das war's zu meinen Jahresfavoriten im Bereich Beauty. Ich weiß, es ist ein langes Video, aber es sind ja auch alle Favoriten auf einen Haufen von diesem Jahr. Mir hat das Video total gefallen. Schreibt mir doch gerne, was aus all den Produkten euer Favorit war und was euer spezieller Favorit dieses Jahr war. Das würde mich sehr interessieren. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!